Moin Leute, moin Zander, moin Potschak Media. Ich möchte euch die Spiegel erklären. Es ist eigentlich relativ einfach, das zu kapieren. Nur es vernünftig anzuwenden ist ein bisschen schwieriger. So, ihr habt Spiegel, die habe ich schon benannt. Ich habe die jetzt mal Test 1 und Test 2 genannt. So, mit dem einen Spiegel, wenn ihr die aktivieren wollt, wo ihr nachher wieder hin wollt, müsst ihr ja an dem Punkt stehen und die rechte Maustaste klicken und dann ertönt dieses Zischen. So, als nächstes müsst ihr diesen Spiegel in einen Rucksack tun. Also, ich habe das ausprobiert. Ich habe heute einen Sprachfehler. Ins Inventar solltet ihr das nicht tun, das funktioniert nämlich nicht. Ihr müsst das schon in einen Rucksack tun. Wenn das nun in dem Rucksack drin ist, könnt ihr euch frei rumbewegen, bla bla bla. Wir gehen mal irgendwo hin. Wir gehen mal dahin. So, wenn ihr jetzt den Spiegel hier rausholen würdet, würde es nicht funktionieren, weil über euch kein Block ist. Ja, jetzt ist gerade kein Block über mich. Diese zugeschnittenen Blöcke, die da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das da auch funktioniert. Es sollten am besten feste Blöcke sein, unter denen ihr steht. Am besten sucht man sich, hier mache ich jetzt mal eine kleine Höhle. Baut sich ein. Dann ist es ganz sicher, dass die Spiegel auch funktionieren. Dann holt man den Spiegel wieder aus dem Backpack. Und ja, kann ihn benutzen mit Rechtsklick. Und dann kommt man zu dem Punkt, den man markiert hat. Und ich bin da zu dem Punkt, wo ich den ich markiert habe, gekommen. So, jetzt müsst ihr, wenn ihr den Spiegel dann benutzt habt, müsst ihr ihn wieder in den Rucksack packen. Nämlich, wenn ihr jetzt den Spiegel einfach so im Inventar behaltet. Und ihr geht und geht und geht. Und ja, wollt, seid dann Kilometer weit weg von eurem, ich sag mal so, Test 1, geht zu eurem Haus und ihr seid gerade auf Dungeon Tour und seid halt Kilometer weit weg von eurem Zuhause und wollt, dann wieder zurück und ihn dann benutzt. Kann ich euch zeigen, was dann passiert. Gehen wir mal ein bisschen tiefer unter die Erde. Dann passiert das. Ladet ihr hier wieder. So in etwa in der Nähe des Punktes, wo ihr euch runtergegraben habt. Ja. Ich weiß gar nicht genau, wo ich mich hier runtergegraben habe, weil ich das Loch nicht mehr sehe. Aber ist ja auch egal. Ja, das war schon eigentlich. Ihr müsst nur immer halt den Rucksack dabei haben. Das Problem ist, wenn man getötet wird, verliert man die Spiegel. Weil man einen Rucksack nicht verzaubern kann mit Soul Tether. Also passt auf, dass ihr in der Zeit nicht getötet werdet, wenn ihr die Spiegel benutzt. Ja, gibt es noch irgendwas zu sagen? Nein. Gut, dann war's das. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann fragt mich ruhig. Ich kann euch mit den Spiegeln bestimmt weiterhelfen und mit dem gesamten Pack vielleicht auch. Man weiß es nie. Kommt drauf an, was ihr fragt. Okay, das war's. Dann ciao.